قلت راه خالد اللي قال لي واش Das Zimmer hier ist sehr gut zu erreichen. Hier ist nur diese kleine Stufe. Aber innen ist alles eben. Auch zum Badezimmer gibt es keine Stufen. Hier, wir sind hier in dem afrikanischen Viertel. Und diese schöne Hütte, die hat sogar gar keine Stufe. Schaut mal hier. Breiter Eingang, keine Stufe. Auch mit Rollstuhl wunderbar zu erreichen. Da haben wir aber eine Suite. Hier haben wir eine Bar, den Salon. Dann haben wir hier, und das riecht hier auch so gut. Hier haben wir den Master Bedroom. Schauen wir mal, was dahinter versteckt ist. Das ist der Ankleidebereich. Also hier möchte ich auch wohnen. Das ist ja echt top. Ich würde sagen, das ist die beste Unterkunft, die Sagora zu bieten hat. Hier hat man Platz. Das ist richtig schön hier. Ja, im Winter kann man sogar ein offenes Kaminfeuer bekommen. Aber zurzeit ist es ja sehr warm in Sagora. So, was haben wir denn hier noch? Ja, hier ist ein weiterer Master Bedroom. Wunderschön. Schau ich mal, wo denn das Badezimmer versteckt ist. Das Ankleidezimmer. Aha, hier ist das Badezimmer. So, das ist WC, Waschbecken und wir haben hier sogar eine Badewanne mit Dusche. So, hier betreten wir nun eine Lodge im afrikanischen Stil. Hier gibt es Stufen, aber es braucht ja auch nicht jeder den ebenen Zugang. Auch hier haben wir ganz, ganz viel Platz. Das ist übrigens ein Standardzimmer. Das kostet hier für zwei Personen 1500 Dirham und da ist das Abendessen enthalten. So, dann haben wir hier das Badezimmer. Auch hier ist eine Stufe, Waschbecken und hier ist die Dusche mit Tadellakt. So, hier haben wir auch wieder ein Zimmer ohne Treppenstufen als Zugang. Dann haben wir hier eine wunderschöne Sitzecke. Fernsehen, obwohl man das in der Wüste eigentlich gar nicht braucht. Hier gibt es so viel zu sehen. Und hier dieses wunderschöne, gemütliche Bett, von dem aus man dann, ja, wenn man möchte, Fernsehen schauen kann. Hier ist dann das Badezimmer. Waschbecken hier. Und wir haben hier auch eine Badewanne. Ganz besonders witzig sind ja hier die Sitzgelegenheiten aus einer Schubkarre und die sind auch richtig bequem.
Hier haben wir wieder ein weiteres Zimmer mit nur einer ganz flachen, einfachen Stufe. Und dann kommen wir hier rein, haben wieder viel, 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 viel Platz. Das schöne Bett ist hier. Man könnte die Betten auch auseinanderziehen. Und hier haben wir dann eine Sitzecke. Ein Schrank, wenn man halt längeren Aufenthalt hat. Viele Leute sind ja nur eine Nacht hier. So, dann haben wir in der anderen Ecke haben wir das Badezimmer. Auch hier ohne Stufe, man kann durchrollen. Und dann haben wir hier das Waschbecken und die Dusche. So, hier geht es wieder in eine schöne Suite. Das ist schon wie eine kleine Wohnung. Hier ist der Salon mit offenem Kamin, Kaffeemaschine. Hier kann man seine Besucher empfangen. Und es gibt hier auch gleich angrenzend ein WC, gibt es für die Gäste. Aber dann geht es weiter hier. So, dann haben wir hier den Wohnbereich mit Balkon und das große Bett. Und hier ist noch ein zweiter Balkon. Ich zeige euch mal die Aussicht. So, hier kommt die Aussicht. So, auch hier haben wir wieder ein Ankleidezimmer. Und hier geht es dann ins Badezimmer. So, ist auch wieder sehr, sehr nett. Und hier wieder eine Badewanne. Und immer umgeben von schönen Marokko-Fotos. Das hier ist die Bar und man glaubt es kaum, mitten durch die Bar wachsen die Palmen. So, hier sind wir jetzt in dem schönen Restaurant. Man kann hier essen, entweder wenn man die Kühle der Klimaanlage möchte oder auch im Winter, wenn es kalt ist. In der Ecke ist wieder ein offener Kamin. Aber natürlich essen die meisten Leute, wenn das Wetter schön ist, draußen.